Vielen Dank. Das ging ja mal wieder schnell. Nicht mal 2 Minuten habe ich auf den Döner gewartet. Schneller geht Fastfood wirklich kaum und auch kaum praktischer. Und trotzdem gibt es seit kurzem ihn hier, Döner aus der Dose. Und zwar komplett mit allem. Brot, Soße, Fleisch. Unser Reporter Martin Dunkelmann sollte das für uns testen. Und seine erste Reaktion war? Igitt, denkt man jetzt erst. Aber hier heißt es zum Beispiel, die ersten Rezensionen, lange haltbar und überraschend lecker. Einfach im Wasserbad aufwärmen und fertig. Also, bestellen. 2 Tage später ist der Döner da. In der Dose steckt nicht nur das Fleisch, sondern auch Brot, Kraut und Soße. Kostenpunkt 4,99 Euro. Riecht frisch nach Salat, nach diesem Krautsalat, nach Brot. Aber ich traue mich nicht so richtig da reinzubeißen. Ich gehe erst mal auf die Straße und frage danach. Im Wasserbad kurz aufwärmen klappt übrigens auch unterwegs auf dem Campingkocher. Was wohl die Passanten davon halten? Und ob sie rausschmecken, dass der Döner aus der Dose kommt? Das schmeckt gut, ja. Schmeckt auch gut. Das ist interessant auf jeden Fall. Du isst den gerade aus der Dose hier, aus dieser. Das Ganze? Das ist ein ganzer Döner. Mit dem Brötchen. Brötchen, Krautsalat, Tzatziki, okay. Fleisch. Was sagst du, jetzt wo du es weißt? Eigenartig. Aber cool. Scheint schon mal zu schmecken. Martin macht sich auf den Weg ins hessische Trebur. Da soll der Döner herkommen. Doch statt vor einer großen Produktionshalle landet er... Eine Bäckerei und nicht etwa eine Metzgerei oder ein Dönerbetrieb. Das ist merkwürdig. Hier soll der Dosendöner herkommen? Guck mal, hier gibt es eigentlich nur Kuchen. Da, Brötchen, Brot. Hallo. Wir suchen den Döner aus der Dose. Sind wir hier richtig? Ja, das ist ja richtig, aber der gibt's nebenan. In der Werkstatt? In der Werkstatt, ganz genau. In der Backstube nebenan trifft Martin auf Walter und Gregor Kraft. Hi. Sag mal, Döner aus der Dose gibt's bei euch? Ja. Sind wir hier richtig? Wir sind richtig, okay. Ich will mitmachen. Zeigst mir, wie du das machst? Auf jeden Fall. Okay, jetzt wird gebacken. Na los. Martin darf bei der Herstellung gleich mit anpacken und ist überrascht. Denn statt um Dönerfleisch geht's hier erstmal um Brötchenteig. Jetzt betreibst du hier so einen riesen Aufriss und machst so ein leckeres, frisches Brot, um es dann in eine Dose reinzumachen. Warum? Der Sinn und Zweck ist eigentlich, damit wir was haben, was wir nicht nur einen Tag verkaufen können oder zwei, sondern einfach die Haltbarkeit erstellen können. So, so, die Bäckermeister sind es also leid, immer frisch zu backen und die Reste wegzuwerfen. Tatsächlich hatten Gregor und sein Vater früher 11 klassische Bäckereien. 2012 haben sie sie geschlossen und sich nur auf Dosenfood spezialisiert. Die Backstube nebenan gehört Freunden. Der Teig muss jetzt ruhen. Zeit für die Joghurtsoße. Auch die wird ganz frisch gemacht. Frische Kräuter in der Dose, wirklich? Ja. Ja? Frische Kräuter? Ja, du spinnst rum. Wird das nicht matschig in der Dose? In die Soße kommen Joghurt, Quark, Schnittlauch, Petersilie, Salz, Pfeffer sowie etwas Essig und Öl. Fehlen nicht Knoblauch und Zwiebeln zum perfekten Döner? Knoblauch wäre kein Problem, wobei Knoblauch und Zwiebeln einfach von der Natur aus das Problem haben, dass sie ein bisschen dazu neigen, Schwefel zu bilden. Das heißt, kurzum, Zwiebeln würden einfach stinken wie Sau. Würden stinken wie Sau. Heißt, Döner mit allem, wie in der Dönerbude, gibt's hier nicht. Leckere Soße schon mal, jetzt Fleisch. Genau. Aber das muss erst geholt werden, und zwar vom Dönermann. Und dein Dönerfleisch holst du jetzt hiervon? Ja, Originaldöner. Warum holst du das beim Dönermann und machst das nicht selber? Das Problem ist, wenn ich einen Anschnitt hätte. Das heißt, wenn wir von einem Dönerspieß mit 20, 25 Kilo nur 10 oder 15 Kilo runterschneiden würden, was würde ich mit dem Rest machen? Wieder einfrieren. So wie die anderen. Genau, oder genau das wollen wir ja nicht, deshalb holen wir es immer frisch gebraten. Das Fleisch holt Gregor, wenn er größere Bestellungen hat. 300 Dosen Döner kann er pro Tag schaffen. Jetzt holt er sein Fleisch beim anderen Dönermann. Was ist besser, Ihre oder seine? Natürlich, jeder sagt, meine ist besser. Gregor hat sich bewusst für dieses Dönerfleisch entschieden, einer Mischung aus Pute und Kalb. Dönerhack wäre in der Dose nicht so gut haltbar. Ich muss probieren. Ich muss natürlich einmal reinbeißen. Warte mal. Das ist schön knusprig. Und vor allem jetzt ist es noch schön warm. Mhm. Sag mal, und das wird nachher in der Dose? Bleibt das so lecker? Das bleibt. Der Geschmack bleibt. Vielleicht ist es nicht mehr ganz so knusprig. Das mag sein.
Schmeckt sehr gut. Zurück in der Backstube. Jetzt kommt der sportliche Teil. So, jetzt passt das Ganze hier drauf. Ach so. Dann kommt der Teig in die Maschine. Achtung, jetzt fällt es runter. Jetzt wird geteilt und jetzt kommt die Bewegung. Ach so, das ist nachvollziehbar. Was, so schnell? Magic. So macht man also Dönerbrötchen in Sekunden. Noch einmal ausrollen und ab in die Backform damit. Nach 3 Stunden Teigvorbereitung geht das Backen schnell. Nur 13 Minuten und voilà. Frisch aus dem Ofen. Ja. Dönerbrötchen. Doch. Abgekühlt wie ein Brötchen. Das schmeckt wie ein Brötchen und tatsächlich auch ähnlich wie ein Dönerbrötchen. Ne? Nächster Schritt, endlich die Dosen befüllen. Damit die Brötchen fluffig bleiben, ist die Reihenfolge wichtig. Erst eine Brötchenhälfte nach unten. Darauf die selbstgemachte Joghurtsoße, das Fleisch vom Dönermann und Krautsalat aus dem Supermarkt. Ach, nochmal Soße. Zweites Mal Soße, wichtig. Der Grund? Die Soße ist nicht nur für den Geschmack. Das darin enthaltene Eiweiß schützt das Brötchen vorm Aufweichen durch Fleisch und Krautsaft. Ein Faktor für die Haltbarkeit machen, möglichst wenig Luft in der Dose. Luft raus. Luft raus. Luft ist das immer, was sehr stark mit Keimen belastet ist. Deshalb sind eigentlich alle Dosen auch immer gefüllt bis oben hin. Um die Dosen haltbar zu machen, müssen sie nun luftdicht verschlossen werden. Das ist jetzt der Döner aus der Dose. Das ist der Döner aus der Dose. Nicht mehr zu erkennen. Das Verschließen der Dosen nennt sich Bördeln. Dabei werden die Kanten des Dosendeckels so umgebogen, dass sie luftdicht verschließen. Anschließend kommen die Dosen in den Ofen, um das Lebensmittel zu sterilisieren. Doch warum genau bleibt der Döner in der Dose so lange frisch? Lebensmittel verderben aus 2 Gründen. Erstens durch äußere Einflüsse aus der Umwelt. Zweitens durch Bakterien, die im Lebensmittel selbst entstehen können. Die Umwelteinflüsse stoppen das luftdichte Verschließen. Und die Bakterien im Doseninneren? Die sterben ab, sobald die Dose erhitzt wird. Hier passiert das im Backofen. So hält der frisch verpackte Dosendöner ein ganzes Jahr. Wer kauft einen Döner in der Dose? Eine recht große Menge hat man eine Zeit lang für einen Wiederverkäufer, der die zur Elchjagd verkauft hat. Ja, ja, klar, so alles Extremwanderer, Camper, Abenteurer irgendwie, ne, sowas. Also es geht nicht drum, um zu sagen, abends sitze ich bequem auf der Couch und gehe nicht runter auf die Straße und mache mir den auf, sondern immer dann, wenn es ein bisschen spezieller ist oder wo vielleicht der Pizzadienst auch nicht mehr hinliefert. Ja, stimmt. Sahara machen wir nicht. So. Aber wie schmeckt's, Martin? Kurz aufwärmen und reinbeißen. Das Fleisch an sich hier ist okay. Das Kraut ist auch frisch. Also ich bin ja als Berliner Döner verwöhnt. Das ist jetzt kein Konkurrenzprodukt zum frischen Budendöner an der Straßenecke. Aber wenn du mal irgendwo alleine bist und es gibt keinen frischen Döner, ist es durchaus eine Alternative. Beim Camping, auf Ausflügen oder wenn man einfach keine Lust hat, vor die Tür zu gehen, dann ist der beliebte Klassiker ein willkommener Snack, auch wenn er aus der Dose kommt.